meine Lieben, willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es um meine Top 10 Spiele für die Wii U. Ja, die Wii U war ja immer ein sehr kontroverses Thema, wenn es um die Konsolen geht. Die Konsole hat sich halt nicht so stark verkauft über die Zeit. Auch wenn sehr interessanterweise die Xbox One sich auch gerade mal 13 Millionen mehr verkauft hat, also knapp drüber, die Wii U tatsächlich die höheren Verkäufe in den Videospielen hat, wobei die Xbox One mehr über 1 Million Seller hat. Trotzdem ist der Vergleich doch sehr interessant, weil keiner die Xbox One, die sich kaum mehr verkauft als irgendwie als Fail abtut. Aber die Wii U ist natürlich der größte Flop der letzten 20 Jahre. Aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, dass das Spielangebot dadurch, dass die ganzen AAA-Titel, die halt von den Drittentwicklern immer gemacht werden, nicht auf die Wii U gebracht werden können, weil die Wii U halt sehr speziell war. Dadurch ist das Spielangebot halt auf das beschränkt, was Nintendo selbst und einige Ausnahme-Drittentwickler halt für die Wii U gemacht haben. Diesen Kritikpunkt kann man natürlich verstehen. Aber nichtsdestotrotz hatte ich mit meiner Wii U sehr viel Spaß und ich habe sehr viele tolle Spiele auf dieser Wii U gespielt. Es geht nicht nur um die 10, die ich jetzt hier heute einmal in meiner Liste vorstelle. Ich habe hier dann auch noch so einen Berg von anderen Spielen, die ich so gespielt habe, die es knapp nicht auf die Liste geschafft haben. Dann noch hier ein Zettel mit Spielen, die mir ausgeliehen wurden oder die ich halt nur als Download-Code habe oder irgendwann anderes mal gespielt habe. Und das alles möchte ich euch heute zeigen und wir fangen, würde ich mal, ja, ich habe jetzt genug gelabert, worum es geht, wisst ihr ja. Und wir fangen auch einfach mal an mit dem 10. Platz. Viel Spaß! Platz 10 haben wir ein Spiel, was ich nur hier drauf habe, weil ich es mir in digitaler Form gekauft habe. Das wurde mir einfach mal empfohlen. Shantae and the Pirate's Curse habe ich mir einfach mal so auf Verdacht runtergeladen, weil ich noch Guthaben hatte und dann habe ich mir noch einige andere Indie-Spiele geholt und habe es einfach mal gespielt. Ich wusste halt, das ist so ein Jump'n'Run, so im alten Stil. Das gab es ja auch damals schon auf dem Game Boy Color, diese Shantae-Reihe. Und es geht halt darum, dass sie ein Halbgenie ist mit gewissen Fähigkeiten, die ihr jetzt zwar in dem Spiel vor diesem geraubt wurden und jetzt ist sie einfach nur mit ihren Haaren am Kämpfen. Aber so um die Story geht es gar nicht so, auch wenn die Story sehr süß erzählt ist. Aber das Wichtige an dem Spiel ist, dass das Gameplay einfach nur passt. Das Gameplay macht sau viel Spaß. Und das wird halt begleitet von einer super tollen Mucke, von einem super geilen Soundtrack, der richtig Spaß macht. Ich meine, der ist von Jake Kaufman, der auch die Musik zu Shovel Knight gemacht hat. Einfach nur ein super geiler Soundtrack, auch sehr einzigartig. Und das ist halt das, was Shantae so am besten beschreibt. Das Spiel ist sehr einzigartig. Es hat so einen ganz eigenen Charme und die ganzen Cutscenes, die sie da eingebracht haben und diese ganzen Gameplay-Aspekte und halt wie die Welt gestaltet ist und wie sie halt interagiert mit den Charakteren und wie die Story sie entwickelt, hat alles diesen bekloppten Genie-Charme, dieses total süße, übertriebene irgendwie. Und das macht dieses Spiel auf jeden Fall aus. Aber gleichermaßen rockt das Gameplay halt tierisch. Es hat einen geilen Schwierigkeitsgrad, sodass es immer schwieriger wird. Und nicht nur, weil die Gegner immer mehr Schaden machen, sondern weil man auch immer mehr Skill beim Jump'n'Run braucht. Und gerade so die letzten Dungeons, die machen da nochmal richtig Bock. Du bekommst Fähigkeiten dazu, die du halt im Metroid-Stil halt, also im Metroidvania-Stil halt dazu benutzen kannst, um zurückzugehen und halt deine Herzteile, die es hier auch gibt, also Herzteile, halt in den vorigen Welten wieder zu sammeln. Und es macht einfach super Spaß, alles zu entdecken. Und durch diesen Charme und diese sehr einzigartige Storyführung ist das ein sehr, sehr gelungenes Jump'n'Run, was mich sehr überrascht hat und was ja dann tatsächlich doch starke Titel verdrängt hat. Und so hat es dieser Titel hier auf Platz 10 geschafft. Auf Platz 9, ein Spiel, das immer noch kaum einer kennt, Little Inferno. Auch dieses Spiel habe ich nur hier, es ist nämlich von der Tomorrow Corporation. Und das sind die, die damals auch World of Goo entwickelt haben.
und die jetzt auch ja ein neues Spiel irgendwie in Auftrag haben. Das wird aber dann nicht mehr praktisch nur auf Nintendo-Plattformen rauskommen. Auch diese Spiele sind irgendwann mal auf anderen Systemen rausgekommen. Das ist kein Nintendo-exklusiver Kram. Aber es kam halt auf der Wii U damals erst raus und dann habe ich es gespielt und ich habe mir gedacht, was ist das denn für ein Quatsch? Man hat halt einfach nur seinen Ofen und in diesem Ofen, in diesem Kamin, kannst du halt Sachen in Brand setzen, indem du da halt drauf tippst. Und dann kriegst du halt Sachen und kaufst dir Sachen in so einem Album, wo du Sachen kaufen kannst und verbrennst diese wieder. Und da gibt, es gibt halt immer gewisse Effekte, wenn du Sachen verbrennst und du bekommst halt wieder Geld dabei raus. Das heißt, du bekommst immer ein bisschen mehr Geld als das, was das Item gekostet hat, damit du Geld dazu bekommst. Und so kannst du halt Kombos machen. Also man muss das so verstehen, wenn du jetzt zum Beispiel, was sage ich mal, ein Bier oder und halt Mais zusammen in den Ofen packst, ja, dann explodiert beides und dadurch, dass Mais zu Popcorn wird und du hast dein Bier und einen Fernseher vielleicht noch, hast du halt die Kombo TV-Abend. Versteht ihr, was ich meine? Du musst halt Sachen zusammen verbrennen, die halt zusammen irgendein Thema ergeben. Und die Kombos haben halt einen Namen und werden dir aufgelistet. Und du musst halt erraten, wie bekommst du diese Kombos, indem du halt welche Gegenstände verbrennst. Und das Prinzip ist total bekloppt. Ich habe gedacht, was ist das denn? Aber man wird richtig schnell süchtig danach. Das Spiel macht richtig Laune, auch weil das Spiel einen unglaublich geilen Soundtrack hat. Von Kyle Gebler, der hat schon in World of Goo einen geilen Soundtrack gemacht. Und Little Inferno hat eine sehr, sehr einzigartige und sehr, sehr interessante Story. Du bekommst halt im Laufe des Spiels halt auch immer Briefe dazu. Und diese Briefe, die erhalten immer eine Nachricht von einer gewissen Person, die die halt immer schreibt. Und die beschreibt halt so ein bisschen, was das mit der Tomorrow Corporation hier in Little Inferno auf sich hat. Woher das mit dem Kamin kommt, dann gibt es noch so einen Trailer mit den Kindern. Und dieser Trailer, das ist das Abgefahrenste überhaupt, den werde ich auch jetzt im Nachhinein auf jeden Fall zeigen. Ich habe gedacht, was zur Hölle, dieser Trailer ist der Hammer. It's Little Inferno. Und es macht halt so viel Spaß, zum einen diese Story immer weiter zu verfolgen. Und speziell am Ende ist das so gut mit der Musik und was da für eine Message hintersteckt. Sehr, sehr gut gemacht. Und man hat halt richtig Bock, immer wieder neue Sachen zu kaufen und zu gucken, was machen die Sachen, wenn man sie verbrennt. Die machen halt immer irgendwelche witzigen Sachen. Und vor allem, wie bekommt man welche Kombos? Und das Spiel macht einfach nur richtig Laune. Ich kann das echt einfach nur tierisch empfehlen. Hey, kids! Do you like toys? Yeah! You know what's more fun than playing with toys? Huh? Setting them on fire! With your new Little Inferno Entertainment Fireplace! Yeah! It's Little Inferno, it's Little Inferno just for me. Chop them in the fire and breathe in the flaming potpourri. It's Little Inferno just for me. But I thought playing with fire was dangerous. Well, you're right. But up out of your chimney, way up in the sky, it's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder. But there's no need for alarm. Just sit by your fire, burn all of your toys, and stay warm. It's Little Inferno, it's Little Inferno just for me. Haben wir Smash Bros. U für die Wii U. Das neue Smash Bros., was ja auch auf dem 3DS damals rausgekommen ist. Und ich glaube, viele hätten dieses Spiel höher in dieser Liste erwartet.
Und ich habe mal so geguckt, ich habe damit ungefähr 39 Spielstunden verbracht mit Smash Bros. Ich kann das leider hier auf der Wii U, jedenfalls habe ich es nicht gefunden, da gibt es keine so eine tolle Übersicht über meine Statistiken. Ich kann zwar durch die Spiele scrollen über die Monate und sehe dann, wie viel ich hier gespielt habe, aber es gibt keine Ranglisten, nicht so wirklich einen Aktivitätslog wie auf dem 3DS. Das finde ich sehr schade, sonst hätte ich euch das hinterher auch mal gezeigt. Aber da habe ich auch wesentlich weniger Spiele als auf dem 3DS. Da wären wir wieder beim Thema. Aber egal. Smash Brothers hat mich, ich sag mal so, gut überrascht. Ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass sie das Gameplay wieder so ein bisschen im Brawl-Stil machen, aber da haben sie tatsächlich aufgepasst. Das Gameplay orientiert sich, ist eher so ein Mischmasch. Ich bin jetzt aber auch kein Pro-Spieler, ich kann euch das nicht im Detail erklären. Wahrscheinlich denken sich einige, was redet der da gerade, aber für mich persönlich war es wieder ein Schritt zurück, eher Richtung Mini. Das Ganze eher ein bisschen schneller und dadurch hat es halt wesentlich viel mehr Spaß gemacht. Also das Gameplay macht richtig Laune und wie ich so mitbekommen habe, ist auch der Competitive-Kram im Moment sehr ausgebalanced. Es gibt zwar Charaktere, die im Tier-Ranking weiter oben stehen, die auch gespielt, es gibt auch Charaktere, die sind kaum zu gebrauchen, aber so wie ich gehört habe, kann man ganz, ganz viele Charaktere sehr, sehr effektiv spielen. Mir persönlich gefällt allerdings der Konter nicht bei gewissen Charakteren, weil wenn ich halt Smash spiele, dann brawl ich halt ganz gerne, dann spiele ich halt in der Masse auch gegen andere Leute und dann sind einfach die Charaktere mit ihren Kontern einfach so viel zu mächtig und machen einfach keine Laune und wenn Leute Little Mac haben und sowas, kannst du sowieso knicken. Aber warum vor allem Smash Brothers nicht so weit auf dieser Liste ist, ist, dass ich halt hauptsächlich online spielen wollte. Der Singleplayer ist ehrlich gesagt lächerlich kurz. Also was sie da an Missionen gemacht haben und an Beschäftigungen für den Singleplayer, das ist echt schwach. Das ist sogar noch schlechter als im Brawl. Da war ich sehr enttäuscht. Aber online funktioniert es leider auch nicht immer. Wenn du mit 3 Leuten spielst oder halt wenn du manchmal Pech hast, dann leckt das Ganze sehr. Und Smash Bros. Das ist ein Spiel, da darf es nicht lecken, nicht eine Millisekunde. Und dadurch habe ich halt oft schon Abende abbrechen müssen, wo wir eigentlich Smash spielen wollten. Und dadurch muss ich dann doch leider ehrlich sagen, so gut das Spiel an sich ist, was Musik, Grafik und Gameplay angeht und die ganzen Charaktere und es kommen neue Charaktere, ist das ein großer Kritikpunkt. Und deshalb ist das Spiel tatsächlich dann doch nur auf Platz 8 runtergerutscht, auch wenn es eigentlich ziemlich geil ist. Aber es müsste online dafür dann besser funktionieren. Auf Platz 7 haben wir ein Spiel, was mir damals netterweise ausgeliehen wurde, Hyrule Warriors. Ein Spiel, von dem ich erst gar nicht so viel gehalten habe, weil ich gedacht habe, ein Hack and Slay, so im Zelda-Stil, ja, ich weiß nicht, ob das sowas für mich ist und habe gedacht, das ist echt nichts für mich. Habe es dann aber, weil es mir ausgeliehen wurde, gespielt und ich habe richtig Spaß gehabt mit diesem Spiel, es hat richtig Bock gemacht und gerade hier durch dieses Hack and Slay, es macht es halt super Spaß, da rumzuschnetzeln, aber es macht mir vor allem deshalb so viel Spaß, weil sie halt diesen ganzen Zelda-Flair so gut aufgefangen haben, dass du da halt mit Sheik mit deiner Lyra rumkämpfst und mit dem Ninja-Stern wirfst, Link mit dem Schwert und vor allem natürlich gibt es am Ende diese Passage, wo du mit Ganondorf rumläufst und mit Ganondorf alles wegschnetzelst und gegen Link und gegen die Helden von Hyrule kämpfst. Das war mal echt was anderes und hat einfach nur tierisch Spaß gemacht. Und dann gibt es so viele Kämpfer, die du wählen könntest, Girarim und Santo und dann ist jetzt ja Tingle dabei und noch so viele interessante Charaktere. Das macht echt tierisch Spaß und die Welten sehen unglaublich gut aus und es hat so viel Spaß gemacht, so wirklich Welten aus seinen alten Zelda-Spielen, die man ja alle kannte, irgendwie nochmal in diesem komischen Spiel durchzuspielen und diese ganzen Nebencharaktere, die Goron und sowas, wie die da eingebracht wurden, es war einfach nur ziemlich gut. Die Musik war total cool, weil er teilweise Lieder in so einem fetzigen Metal- oder Techno-Remix irgendwie auf einmal abging und das war einfach nur cool. Also rundum hat dieses Spiel einfach nur von vorne bis hinten Power gehabt und Bock gemacht. Aber es war halt auch interessant, weil halt auch das Gameplay, vor allem auf den schwierigen Schwierigkeitsgraden, auch sehr interessant war, weil da war es nicht nur Hack and Slay, sondern du musstest halt auch sehr, sehr taktisch an das Ganze rangehen. Du musstest genau gucken, Moment, welche Basis hast du jetzt? Welche Basis müsstest du am besten noch besetzen? Welche Basis verteidigst du lieber und spielst das Ganze langsam? Manchmal ist es aber auch wichtiger, Tempo zu machen. Und so musste man einige Missionen öfter spielen. Und vor allem bei den etwas stärkeren Gegnern und den Bossen musst du auch sehr, sehr mit sehr viel Skill an dem Ganzen rumspielen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also hat mich sehr überrascht, dieses Spiel hätte ich nicht gedacht.
aber es ist ein Burner-Spiel, macht richtig Laune. Ja, Platz 6 ist wahrscheinlich die größte Überraschung hier auf dieser Liste. Yoshi's Woolly World. Und da habe ich ja damals zugestanden, als dieses Spiel rausgekommen ist, da habe ich eigentlich recht schnell gesagt, ja, Yoshi, das ist doch so wie New Yoshi's Island eigentlich nicht wieder irgendwas Neues und es wird zu leicht sein und ich weiß nicht. Ich habe es mir dann letztendlich doch geholt, weil ich auch eigentlich den hier haben wollte. Ich habe ihn nicht bekommen, aber dann hat mir den echt jemand geschenkt, wofür ich immer noch tierisch dankbar bin. Diesen cool Woll-Yoshi Amiibo, der einfach nur knutschesüß ist. Und dann habe ich das Spiel gespielt. Und es ist ziemlich gut, das Spiel. Jump'n'Runs sind ja auf Nintendo-Plattformen jetzt nicht unbedingt eine Seltenheit. Aber dann ist es halt umso beeindruckender, wenn diese Jump'n'Runs dann auch noch unglaublich gut sind. Und Yoshi's Woolly World, fast hätte ich Yoshi's Island gesagt, überzeugt in allen Punkten. Wenn wir jetzt mal von der Musik reden, die so gut ist. Ich liebe die Musik. Ich habe halt gedacht, dass sie eigentlich nur alte Tracks aus den alten Yoshi-Spielen ein bisschen neu auflegen. Pustekuchen, da sind so viele neue Tracks drin. Ich liebe die Musik aus diesen Wüstenleveln. Ich liebe die Musik aus diesen Secret-Leveln, weil wenn du alle Sonnenblumen auf der Welt freisammelst, dann kriegst du ja immer noch Extra-Welten und eine allerletzte Extra-Extra-Welt. Und die sind richtig schwer. Die machen richtig Laune, vor allem wenn du da dann auch wieder alle Sonnenblumen sammeln willst. Dann gibt's am Ende noch ein Boss-Pavillon, wo du halt die Bosse nochmal in schwer und schnell besiegen konntest. Das hat so einen Spaß gemacht. Also von der Schwierigkeit her ist das Spiel eigentlich genau richtig. Es ist jetzt nicht so schwer wie andere Jump'n'Runs, aber es ist schwer genug, sodass man sehr viel Spaß damit haben kann. Was ich aber ja damals schon kritisiert habe, ich fand es ein bisschen schade, deshalb sind halt jetzt andere Jump'n'Runs, die gleich im Anschluss kommen, höher. Weil ich es halt schade fand, dass sie hier ganz, ganz viele Verstecke und ganz, ganz viele extra Sachen, die du halt sammeln musstest, eigentlich hauptsächlich nur versteckt haben. Ich fand es halt in Rayman und in Donkey Kong immer besser. Wenn du was erreichen wolltest, dann hat sich das Level für dich anders gestaltet. Dann wurde das Level für dich schwerer, weil halt teilweise Sachen anders platziert waren, sodass du auf einmal Umwege gehen musstest oder in gewissen Passagen an Stellen musstest, die schwer zu erreichen waren. Und dadurch war alles schwerer. In Yoshi's Woolly World war es größtenteils so, dass die Sachen einfach nur irgendwo unsichtbar platziert waren. Und dadurch musstest du einfach meistens nur suchen und durch die Level suchen und unsichtbare Wände suchen. Das hat auch irgendwie Spaß gemacht. Und es gibt auch geile Beispiele, wie zum Beispiel in denen, wo du dich an diesen Vorhängen festhalten musst. Das Level wurde dadurch schwerer. Oder das, wo Audrey dich verfolgt. Das war richtig geil schwer, wenn du alles sammeln musstest. Das sind gute Beispiele. Aber die meisten waren dann doch echt einfach nur irgendwo unsichtbar versteckt. Und das ist der einzige Kritikpunkt, den ich an Yoshi's Woolly World anbringen kann. Denn was das Gameplay angeht mit den Eiern, was an Yoshi's Island erinnert, das macht so viel Spaß. Die Dungeons und die ganzen Welten sind so abwechslungsreich gestaltet. Und das Spiel hat genauso viele tolle Ideen wie zum Beispiel Rayman Legends oder Donkey Kong Tropical Freeze, die jetzt gleich im Anschluss kommen werden. Man muss ja auch mal ein bisschen spoilern, dieses Video. Und da war ich schon echt überrascht und es hat echt ziemlich viel Spaß gemacht. Und ich liebe die Musik in diesem Spiel. Genau wie in den anderen Jump'n'Runs, die jetzt gleich kommen.
Also wie schon gesagt, jetzt kommen die anderen Jump'n'Runs. So haben wir zum Beispiel hier Donkey Kong Tropical Freeze. Dieses Spiel habe ich ja damals auch bekommen und ich war ziemlich heiß darauf, denn die Retro-Studios machen immer einen geilen Job. Und Donkey Kong Country Returns war ja schon ziemlich geil, habe ich ja dann sogar zweimal gespielt, nochmal auf dem 3DS damals, nach dem Wii-Teil. Und dann kam das hier raus. Und zuerst habe ich gedacht, oh, schon wieder keine Kremlins, schon wieder kein King K. Rool. Und dann habe ich das Spiel gespielt und komm, es war einfach nur geil. Und wenn wir einfach mal gleich wieder mit der Musik anfangen, dann kann ich gleich wieder rumschwärmen. Denn hier war wieder David Wise dabei, David Wise selber. Und man hat es sofort gemerkt. Es waren nicht einfach nur die alten Lieder aus Donkey Kong Country neu aufgelegt, was auch schön war. In Donkey Kong Country Returns hat das gereicht. Aber hier war wieder der Chef selbst dabei und hat er da einen rausgehauen. Er hat so viele schöne Tracks, so viele tolle Lieder hier rausgehauen, wo ich echt einfach wieder nur hing und geträumt und die Musik war so schön. A Miss Abyss und solche Lieder. Aber auch viele schöne Lieder von früher hier geremixed. Das macht einfach nur echt Bock. Also, Gameplay-technisch ja auch überhaupt keine Beschwerden. Es spielt sich genauso gut, wie man es von einem Donkey Kong erwarten würde. Die Levelgestaltung ist genauso gut wie in Rayman Legends und Yoshi's Woolly World. Und macht einfach nur tierisch Bock. Das Spiel ist so kreativ. Der Umfang ist ähnlich wie in Yoshi's Woolly World, könnte ein bisschen mehr dabei sein. Man ist halt nach diesen 6 Welten recht schnell durch. Aber der Punkt, warum ich es über Yoshi's Woolly World stelle, ist es eigentlich in allen Punkten, sind die beiden Spiele gleich genial, gleich geil. Aber Donkey Kong Country Tropical Freeze ist halt so ein kleinen Ticken schwerer, also schwieriger. Und das hat mir halt so ein bisschen besser gefallen. Wie gesagt, da sind halt die Kong-Buchstaben, sind halt immer irgendwo fies platziert und dadurch wurde es einfach viel schwieriger, wenn du die sammeln wolltest. Und auch die Extra-Welten, die sind doch noch ein Ticken schwerer als die aus Yoshi's Woolly World und deshalb hat mir das Spiel noch ein Ticken mehr Spaß gemacht. Aber es geht noch ein kleines bisschen besser, wenn es um Jump'n'Runs geht. Rayman Legends. Da hat tatsächlich Ubisoft Nintendo, also dem Urgestein der Jump'n'Runs, mal so richtig gezeigt, wie man das beste Jump'n'Run seit was weiß ich überhaupt macht. Auch wenn da noch jemand anderes es noch einen Ticken geiler gemacht hat, aber das hat dann einen anderen Stil. Rayman Legends ist eins der besten Jump'n'Runs, das es so überhaupt je gegeben hat. Auch hier ist die Musik richtig gut. Oh, richtig geil. Genau wie in Rayman Origins sind hier richtig schöne Tracks dabei. Und das kann man ja gleich mal sagen. Rayman Origins ist ja in Rayman Legends noch einmal komplett implementiert worden. Allein das ist doch nur super genial. Du spielst praktisch Rayman Origins hier einmal komplett mit durch, wenn du Rayman Legends spielst. Aber die Musik ist ja noch gar nicht mehr die größte Stärke, sondern die allergrößte Stärke, Rayman Legends, hat halt genauso geile kreative Ideen wie in den anderen beiden Spielen, also Yoshi's Woolly World und Donkey Kong Tropical Freeze. Wird sogar fast sogar noch sagen, dass die Ideen noch ein Ticken kreativer sind und die Level noch ein bisschen einfallsreicher und dadurch noch ein bisschen mehr Spaß machen. Jedes Level ist anders, du bist ständig in einem anderen Level und nicht die ganze Zeit in einer Eiswelt oder einer Wüstenwelt, sondern die Level sind ständig irgendwie anders und das hat richtig Spaß gemacht. Dann gibt es natürlich diese geilen Musiklevel, was einfach nur das Kreativste ist, was ich seit Jahren gesehen habe. Die haben so viel Spaß gemacht. Aber der Hauptpunkt, warum Rayman Legends hier vor den anderen sitzt, ist der Umfang. Boah, ist das lang. Ich habe das immer noch nicht durch. Ich habe immer noch nicht alle Level. Vor allem, weil dann immer halt innerhalb der Level immer noch so kleine Herausforderungslevel auftauchen, die ich immer noch am Spiel bin. Und die sind dann teilweise so richtig schön schwer,
Vor allem, wenn du in diesen Leveln dann halt alle Lumps sammeln möchtest. Und das ist richtig schwer, das ist richtig geil schwer. Es macht so viel Spaß und ich spiele dieses Spiel immer noch. Nach diesen ganzen Jahren spiele ich jetzt immer noch Rayman Legends, so immer mal wieder zwischendurch nebenbei, weil das Spiel einfach nur sau viel Spaß macht. Also ich sag's nochmal, es ist nicht von Nintendo, aber es ist eins der besten Jump'n'Runs, das ich seit Ewigkeiten gespielt habe. Ja, Platz 3 habe ich auch nur hier drauf gespielt. Und ich habe mal geguckt, während ich so mit Spielen wie Rayman, ich glaube, 51 Stunden verbracht habe, Donkey Kong 32 Stunden, selbst mit Yoshi habe ich 32 Stunden verbracht, Hyrule Warriors 41 Stunden, um das mal so ein bisschen nachzutragen. Smash Brothers hatte ich ja gesagt, ne, 32 Stunden oder sowas. Little Inferno 21 Stunden und Shantae waren gerade mal 7 Stunden, damit war man dann ja irgendwann durch. So habe ich mit Monster Hunter 3 Ultimate 246 Stunden auf der Wii U verbracht. Und es war eine atemberaubende Zeit. Es hat einfach nur sau viel Spaß gemacht, hatte ich schon mal erzählt mit meiner Monster Hunter Gruppe. Nochmal schönen Gruß an euch Leute. Immer wieder haben wir da uns in Skype abends getroffen und wir haben gelabert, wir haben geredet, wir sind zusammen losgezogen und Monster Hunter 3 Ultimate haben wir teilweise echt ziemlich viel alles zusammen erlebt, zusammen gespielt, zusammen die Event-Quests gemacht, zusammen unsere Sachen gefarmt. In Monster Hunter 4 Ultimate hatte sich das ja leider so ein bisschen verlaufen, aber in 3 Ultimate, da haben wir so viel zusammengespielt. Und wir haben neue Quests erforscht und das zusammen gemacht und oh, wir haben uns unterstützt gegenseitig. Die haben mir das Spiel ja erstmal beibringen müssen, denn ihr habt ja mitbekommen, ich hatte damals dieses Spiel gespielt und das Blöde an Monster Hunter 3 Ultimate ist, das hat Monster Hunter leider diese Schwäche. Es ist halt etwas speziell. Und wenn du halt das Pech hast, dass du nicht reinkommst in das Spiel, dann hast du auch keine Ahnung. Dann kommst du auch nicht mehr rein. Denn wenn du am Anfang den Bogen nimmst, dann bist du eigentlich raus. Weil wenn du versuchst, dieses Spiel mit dem Bogen oder der Armbrust oder sowas kennenzulernen, dann wirst du die Monster nicht totkriegen. Du wirst frustriert sein und kommst nicht in das Spiel rein. Man sollte halt andere Waffen nehmen. Und das ist etwas, was dir das Spiel nicht sagt. Was dir das Spiel irgendwie nicht beibringt. Sie sagen dir nicht, hey, warte mal, der Bogen ist sehr schwer, nimm mal lieber etwas anderes, probier erstmal andere Waffen. Nee, du schaffst dann nichts und wunderst dich, warum du die einfachsten Monster nicht tot bekommst. Und das war sehr schade. Dadurch kam ich halt nicht rein und habe das Spiel dann abgeschrieben. Hab's dann irgendwann nochmal probiert, dann wurde mir auch geholfen und dann hatte ich einfach irgendwann so viel Spaß. Und du gehst da einfach nur rein und besiegst große, fette Monster. Es gibt eigentlich keine wirkliche Story. Darum geht's eigentlich gar nicht in dem Spiel. Es gibt zwar ganz viele Singleplayer-Missionen, die von einer Story begleitet werden. Im Endeffekt ist das egal. Es kommen halt immer neuere, immer stärkere Monster, die du halt besiegst. Entweder allein im Singleplayer oder online in der Gruppe. Farmst hier Sachen zusammen von diesen Monstern, um stärkere Rüstung, stärkere Waffen zu bekommen. Und das macht einfach nur Spaß. Weil halt das Gameplay, obwohl deine Movements eigentlich recht limitiert sind, ist das Gameplay einfach nur geil. Es macht so viel Spaß.
halt die Monster genau auszugucken und diese großen Monster, vor allem diese ganzen Drachen, die genau anzugucken. Okay, wie reagieren sie? Wann machen sie welche Moves? Wie musst du auf diese Moves reagieren? Wie musst du ausweichen? Wie musst du davonlaufen? Wann heilst du dich am besten? Wann genau weichst du aus? Und das macht einfach nur Spaß. Und dann vor allem in der Gruppe sich abzusprechen, wenn es dann irgendwann an die richtig schweren geht, dann brauchst du Blitzbomben, du brauchst Fallen und dann wird das Ganze koordiniert und das hatte so ein bisschen Raid-Feeling aus WoW und es hat einfach nur tierisch Spaß gemacht. Und ich muss schon sagen, ich hatte sehr viele tolle Stunden mit euch Jungs. Und deshalb ist Monster Hunter 3 Ultimate hierbei auf der 3, also auf der Bronzemedaille meiner Wii U-Liste. Und das heißt schon was. Ja, Platz 2, Shovel Knight, habe ich ja auch nur hier drauf. Wobei, es kommt jetzt, oder ist sie schon raus, eine Retail-Version, die werde ich mir auch kaufen, weil ich einfach nur, ich möchte hier Yacht Club Games, Way Forward und so einfach nur unterstützen. Denn Shovel Knight ist eines der besten Jump'n'Runs, das ich je gespielt habe und eines der besten Indie- und Retro-Spiele, das ich seit Ewigkeiten gespielt habe. Ich weiß gar nicht, warum sie alles so richtig gemacht haben. Es gibt im Moment ja viele dieser, ich sag, man nennt sie die Pixel-Spiele. Wo sie halt einfach nur das im Retro-Stil machen und du machst halt Jump'n'Runs und du läufst einfach nur rum. Aber Shovel Knight macht halt alles richtig. Shovel Knight ist einfach nur genial. Fangen wir an mit der Musik von Jake Kaufman hier schon wieder, den ihr ja auch in meiner Liste der Komponisten gesehen habt. Haut er da einen Soundtrack raus. Das ist einfach nur der Hammer. Ich habe mir gerade mal wieder die ganzen Tracks angehört. Die sind so geil. Ich wüsste noch nicht mal, was meine Favorit... Also mein Favorit ist auf jeden Fall Flowers aus der dritten Welt. Das hat so eine Power, das Lied. Viele verstehen das immer gar nicht, aber wenn du diese Welt so oft gespielt hast und vor allem im Hard Mode, dann nochmal durchgespielt hast, dann im Hard Mode ist das eine der schwersten Welten im ganzen Spiel, obwohl sie recht früh da ist. Und dann brennt sich diese Musik einfach nur bei dir ein und dann, oh, die hat so eine Power. Leider gibt es dazu keinen geilen Remix. Von den anderen Tracks gibt es halt mittlerweile recht geile Rock-Remixes. Oder andere Remixes, die halt schon auf YouTube unterwegs sind. Die sind einfach nur ziemlich gut. Die Musik ist wirklich gut. Das merken auch mittlerweile andere Leute. Aber das Gameplay passt halt auch. Du hast halt deine Schaufel, mit der du wie Dagobert Duck da rumspringen kannst. Oder du kannst mit ihr so ein bisschen schlagen, sie aufladen. Du kannst dir halt auch dadurch, dass du Kristalle sammelst, kannst du dir verschiedene Rüstungen kaufen, die dich aber nicht einfach nur stärker machen. Sondern sie geben dir immer einen Bonus, aber auch einen Malus, also einen negativen Effekt. Das heißt, du musst abwägen, welche Rüstung du benutzen willst. Deine Schaufel kannst du tatsächlich ein bisschen verstärken. Nicht unbedingt, dass sie mehr Schaden macht, sondern dass du einen Aufladeeffekt dazu bekommen kannst. Oder dass du halt die Erdhaufen sofort wegmachen kannst und sowas, was dir das Spiel so ein bisschen erleichtert. Dann bekommst du immer noch Fähigkeiten im Abenteuer dazu, wofür du Magiepunkte brauchst. Und auch mit denen ist es sehr spannend zu gucken, wann benutzt du die, wie benutzt du die und wo versuchst du teilweise ruhig mit diesen Fähigkeiten durchzugehen. Oder versuchst du einfach nur durch deinen puren Jump'n'Run-Skill da durchzukommen? Vor allem im Hard-Mode überlegt man sich öfter doch mal diese Fähigkeiten zu benutzen. Aber es macht einfach nur Spaß. Der Schwierigkeitsgrad ist geil, weil das Spiel ist echt nicht einfach. Vor allem der Hard-Mode ist richtig knackig und macht einfach nur richtig geile Laune. Die Bosse sind sehr interessant, weil die Bosse haben ein Repertoire an Angriffen und Fähigkeiten, aber sie haben kein Muster. Sie machen nicht immer das Gleiche. Sie machen halt ihre Fähigkeiten und du musst halt immer darauf reagieren und ausweichen. Und die Bosse spielen sich dadurch auch jedes Mal anders. Es gibt auch DLCs mittlerweile, die
ich leider, die meisten kann ich davon nicht benutzen, weil das eine ist ein Microsoft-Exclusive-DLC, wo du gegen die Battletoads kämpfen kannst. Und für Sony gibt es einen mit Kratos. Aber es kommen jetzt auch noch andere DLCs, wo du dann auch welche von diesen Endboss-Rittern bekämpfen kannst. Und da freue ich mich einfach nur tierisch drauf. Ich warte da schon die ganze Zeit drauf. Und Shovel Knight, ja, könnte ich jetzt noch eine Stunde oder zwei Stunden lang von schwärmen. Aber habe ich, glaube ich, auch schon oft genug. Ich habe dazu auch ja meine Review zu gemacht und ständig hört ihr von mir über Shovel Knight. Von daher gehen wir doch mal zu Platz 1, würde ich sagen. Spiele gespielt. Ich halte euch natürlich wieder hin vor Platz 1, das kennt ihr ja schon. Was habe ich denn noch so gespielt? Also, auf dem Gamepad selbst habe ich noch, Moment, meine Liste. Ich habe Affordable Space Adventures gespielt. Dazu habe ich übrigens eine Review auf Tenno.tv hochgeladen. Das ist das Spiel, was auf jeden Fall das Gamepad und das Miiverse am kreativsten und am besten eingesetzt hat. Und dadurch ist das Spiel ein Spielerlebnis, was man echt, boah, was ich so eigentlich auf der Wii U noch gar nicht hatte. Ein sehr, sehr geiles Spiel. DuckTales Remastered habe ich ja damals vorgestellt. Paddle ist so ein beklopptes Spiel mit dem Gamepad. Fand ich nicht so toll. Wonderful 101 hatte ich euch erzählt. Ein interessantes Spielchen, was aber vom reinen Gameplay einfach nicht so mein Fall ist. Child of Light muss ich nochmal weiterspielen. Habe ich noch nicht weit genug gespielt. Ist ein Indie-Rollenspiel von Ubisoft. Captain Toad hat sehr viel Spaß gemacht. Bayonetta ist absolut nicht mein Fall. Weder 1 noch 2 habt ihr ja damals mitbekommen. Mag ich absolut nicht und zwar wirklich in keinen der Punkte. Ich mag die Musik nicht, mag das Gameplay nicht, mag den Artstil nicht, mag das Spiel überhaupt nicht. Ich weiß, viele lieben das, aber nee. Watch Dogs muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Habe ich gespielt ein paar Stunden, hat mir nicht gefallen. Das Spiel ist sehr langweilig. Sonic Boom hat die Sonic-Reihe komplett getötet. Unspielbar, total verbuggt das Spiel. Thomas Was Alone. Ein interessantes Indie-Spiel, aber nichts, was man großartig noch erwähnen müsste. The Swapper muss ich erstmal noch spielen und Splatoon habt ihr ja mitbekommen. Ein gutes Spiel, was viele sehr gerne mögen, aber mir persönlich hat es irgendwann echt, es wurde mir zu langweilig. Dann habe ich hier noch Mario Kart 8, was wahrscheinlich viele auf dieser Liste erwartet haben. Aber da hat sich irgendwann bei mir auch eine Sättigung eingestellt, auch wenn Mario Kart 8 super geile Tracks hat. Super geile Strecken, tolle, aber die Fahrer, mir fehlen ganz, ganz viele Fahrer. Die DLCs waren echt ganz cool, auch wenn sie echt teuer waren, muss man sagen. Aber auch da waren die Strecken toll. Es ist optisch und musikalisch toll, aber da hat sich irgendwann so ein Sättigungsgefühl eingestellt. Es war zu wenig neu im Vergleich zu anderen Mario Karts und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr. Ja, New Super Mario Bros. U spiele ich hauptsächlich mal, wenn Leute da sind. Ein sehr einfaches Spiel für zwischendurch, genauso wie New Luigi U. Kann man spielen, sind nette Side-Scrolling-Jump'n'Runs, aber nichts großartig Bahnbrechendes. Sonic Lost World, ein sehr interessantes Spiel, wo sie halt Sonic eher in so eine Art Mario-Jump'n'Run eingebracht haben. Also ein Jump'n'Run, was man sehr ruhig spielen muss. Dadurch war es recht befremdlich. Trotzdem war es ein gutes Jump'n'Run, mehr aber auch nicht. Game & Wario, eine sehr interessante Minispielsammlung, die man da tatsächlich mal mit Leuten, wenn man denen das Gamepad so ein bisschen zeigen möchte oder wenn Leute da sind, genauso wie Nintendo Land, das sind so zwei Spiele, die kann man ruhig mal einpacken, wenn man so einen Partyabend machen möchte. Da Mario Party 10 ja leider nicht so wirklich toll ist, kann man dann mal zu sowas greifen. Ja, Tekken, da habe ich mir einfach damals nur für meine Ex-Freundin gekauft, weil sie gerne mal Tekken spielen wollte, haben wir nie gespielt. Das hier wurde mir mal ganz am Anfang schon geschenkt, nochmal vielen Dank dafür. Sonic All-Stars Racing Transform, ein sehr interessanter Konkurrent zu Mario Kart, habe ich auch ordentlich gespielt, also 12 Stunden immerhin, für so ein komisches Spiel. Die Musik ist echt cool und sehr interessant, dass sie zum Beispiel Skies of Acadia mit eingebracht haben. Ich habe keine Ahnung, wo ich das her habe, habe ich auch noch nie gespielt. Ah, das ist immerhin drin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo ich das her habe. Assassin's Creed Black Flag habe ich tatsächlich gespielt, hat mir sehr gefallen. Vor allem, da das halt nicht so ein klassischer Assassin's Creed Teil ist. Aber ich muss ehrlich sagen, das mit dem Schiff, da
das hat schon recht süchtig gemacht, dass man echt irgendwann total Bock hatte, sein Schiff immer weiter aufzurüsten, um halt immer weiterzukommen und immer größere Fregatten angreifen zu können. Dann ist die Musik einfach nur atemberaubend gut und damit meine ich nicht nur das Intro-Theme, sondern halt auch das ganze Gesinge und die ganzen Gesänge, wenn du halt unterwegs bist. Und dann haben wir noch Super Mario 3D World, was glaube ich auch einige in dieser Liste erwartet haben. Aber ich habe es euch schon oft gesagt, das Spiel war nett, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber es ist halt kein Ersatz für ein richtiges 3D Mario, weil es waren zwar neue Ideen da, so wie Captain Toad zum Beispiel und auch einige andere Sachen, aber ansonsten hattest du alles schon in Galaxy und in Super Mario 3D Land gesehen und ich warte halt noch auf ein richtiges 3D Mario, das war kein Ersatz, war trotzdem ein nettes Spiel für zwischendurch. So, dann haben wir doch noch die Goldmedaille. Was könnte denn mein Platz 1 sein? Ich denke mal, es werden eigentlich alle wissen, alle die mich kennen werden sowieso wissen. Deshalb jetzt nur kurz der Übergang und dann sehen wir uns gleich. Ja, Pikmin 3 ist mein liebstes Wii U-Spiel. Ich habe lange überlegt, ob Pikmin 3 immer noch mein Platz 1 ist. Aber es ist einfach so gut. Ich liebe die Pikmin-Reihe ja sowieso. Ich fand Teil 1 und 2 schwächer, aber Teil 1 habe ich bestimmt 5-6 Mal durchgespielt. Und mittlerweile habe ich sogar Pikmin 3 zweimal durchgespielt. Und ich spiele ab und zu noch diese Online-Features. Ich habe tatsächlich 45 Stunden gespielt, was ich gar nicht so gedacht hätte. Und Pikmin hat mich derbe überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so gut wird. Zum einen war es damals so das erste richtige Spiel, was dir gezeigt hat, okay, die Wii U kann Full HD. Das Spiel sah so gut aus, die ganzen Wassereffekte und wie du die ganzen Pikmin alle auf einmal hast und keine Framerate-Einbrüche, es lief flüssig, es sah so gut aus. Aber auch die ganze Gestaltung in der Welt, wo du die ganzen Früchte gesammelt hast und die Früchte sahen schon so witzig aus und es war so witzig, dass du dir halt deine Nahrung sammeln musstest und das Geräusch war so cool, wo du die Früchte halt gepresst hast. Und alles war irgendwie so liebevoll, die ganze Weltgestalt, die ganzen Gegner und wie sie sich in dieser Welt, die ja einfach nur eine Graslandschaft ist, aber weil du so ein kleiner Pikmin bist, ist alles groß und das war so liebevoll gestaltet und die ganzen Gegner und die ganzen Objekte, die da rumliegen, waren alle echt süß mit eingebracht. Das ganze Spiel war süß und einfach nur schön und ich war einfach hin und weg. Ich habe mich völlig in diesem Spiel verloren. Die Musik ist genauso gut wie in den anderen Spielen. Richtig traumhaft, richtig schöne Hintergrundmusik. Es war richtig schön schwer, vor allem die Bosse waren teilweise echt happig, musste man mehrfach probieren. Der allerletzte Endboss war ganz schön schwer, muss ich ehrlich sagen, hat aber dadurch tierisch viel Spaß gemacht. Und auch das Setting und die verschiedenen Welten, die sie mit eingebracht haben, haben sehr viel Spaß gemacht. Auch wieder sehr gut hier das Backtracking, dass du mit neuen Pikmin, die andere Fähigkeiten hatten, halt wieder zurückgehen konntest und dann wieder da neue Sachen erleben konntest. Die neuen Pikmin, die sie eingebracht haben, haben super viel Spaß gemacht und haben das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr stark erweitert. Und ja, auch von der Steuerung her, vom Gameplay haben sie es auspoliert, dass die halt hier die Pikmin, wenn du halt vorläufst, auch den Weg folgen, der Sinn macht und nicht an irgendwelchen Wänden kleben bleiben. Manchmal sind sie mir ein bisschen in Spinnweben gelaufen und wurden dann getötet, aber im Großen und Ganzen hatte ich damit nie Probleme. Das war im ersten und im zweiten Teil deutlich schlimmer und Pikmin 3 ist und bleibt
eine der besten Fortsetzungen und einer der besten dritten Teile, die ich je gespielt habe. Ich habe dieses Spiel geliebt und ich liebe es immer noch. Ich liebe diese ganze Pikmin-Reihe. Und auch wenn ich die anderen Spiele auf dieser Liste gerade in den vorderen Plätzen einfach nur tierisch gut finde und so viel Spaß damit hatte, so ist Pikmin 3 doch tatsächlich mein liebstes Wii U-Spiel. Ja, und das fasst es zusammen. Das war meine Top 10 der Wii U-Spiele. Ihr seht, ich habe recht viel auf der Wii U gespielt. Einige meinen ja immer, es gibt da gar nicht so viel für diese Konsole. Und es gibt immer noch Spiele, die ich bekomme. So bekomme ich jetzt zum Beispiel das Kirby und das, wie heißt das? Rainbow Coaster? Ihr wisst schon, dieses Regenbogen-Kirby-Spiel. Und dann kommen im Jahre kommen ja auch noch Sachen raus. Und ich freue mich einfach tierisch, dass ich eine Wii U habe. Gerade für die ganzen Indie-Spiele, die so rauskommen. Auch für Mighty No. 9, für Bloodstained und natürlich für Yooka-Laylee, die kann ich dann ja auch auf der Wii U spielen. Und ja, ich bin gespannt, was uns da so noch erwartet. Ist natürlich jetzt die Frage, wie geht's mit der Wii U weiter? Entwickeln sie die ganzen Top-Spiele wie Metroid und so schon für die NX? Kommt das Zelda noch für die Wii U oder auf beiden Konsolen? Was bekommen wir noch für die Wii U? Ich bin gespannt auf die Nintendo Directs jetzt zur Gamescom und im November. Das werden die wichtigsten Directs auf jeden Fall sein. Da werden wir viel erfahren. Ich freue mich auf Star Fox. Ich freue mich auf Xenoblade Chronicles X. Und auf das, was sonst noch so kommt. Also Leute, seid nicht so negativ. So schlimm ist die Wii U gar nicht. Es gibt viele tolle Spiele, wenn man auf diese Spiele steht. Und macht nicht immer alles schlecht. In dem Sinne, gute Laune haben. Und jetzt habe ich noch zwei Links natürlich, falls ihr noch weitere Sachen gucken wollt. Haut in die Tasten, haut in die Kommentare, was sind eure liebsten Wii U-Spiele. Habt ihr eine Wii U? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wie seid ihr mit dieser Konsole zufrieden? Was glaubt ihr, was erwartet uns noch so auf dieser Konsole? Und ich möchte was lesen. Euer Tim sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.